Grüß euch. Heute möchte ich euch verschiedene Aushöhlwerkzeuge vorstellen, mit denen ihr dann ein bisschen weiter in die Tiefe drechseln könnt. Und dazu braucht man nur ein bisschen Holz und das suchen wir uns jetzt. Ja, und wenn wir da unseren Holzhaufen anschauen, fällt mir da gerade ein Stückchen Birken auf und die dürfte eine ganz schöne Maserung haben. Ries hat es auch keinen, also werden wir probieren, mit denen eine kleine Schüssel zu machen. Gleich nach dem Intro. Zuallererst machen wir mal auf das Werkstück einen Zopfen rauf und ihr seht, ich nehme jetzt da das Maß für einen Rezess, also etwas größer, weil es sich da bei dem Werkstück um eine relativ feuchte Birke handelt, die zurzeit aber noch gefroren ist, aber wenn es aufgeht, also da kann es sein, dass es ein bisschen weicher wird und dann wird der Zopfen unter Umständen durch das Bockenfutter zusammengedrückt und der Zopfen kann dann nachher unter Umständen zu klein sein für das große Bockenfutter und man müsste dann einen kleineren Zopfen nehmen und der ist dann sicher vom Halt her nicht geeignet für Aushöhlwerkzeuge. Ich verwende dazu die Schüsselrohre mit ca. 11 mm. Und arbeite mich da eigentlich nur einstechend in das Holz hinein. Damit kriege ich ausreichend scharfe Kanten, damit man das Bockenfutter hält. Wie Sie jetzt am Werkstück erkennen könnt, ist die Oberfläche sehr rau. Ich versuche zuerst einmal mit einer groben Schrubbohre die Oberflächen zu glätten und bin aber dann von der englischen Schrubbohre, die ihr jetzt seht, auf die deutsche Schrubbohre umgestiegen, weil man die deutsche Schrubbohre auch schneidend verwenden kann. Also das heißt, ihr seht, dass die jetzt ein bisschen schräg aufgestellt ist und dadurch übertragen sie die Schläge nicht ganz so stark auf die Hände. Wenn das Werkstück dann rund ist, wird gleich die äußere Form noch gemacht. Das geschieht mit der Schrubbohre. Und anschließend wird das Werkstück dann umgedreht. Form umdrehen wird aber nur mit Abrané. Das ist ein netzartiges Schleifpapier. Die Oberfläche geschliffen. Ich verwende aus dem Grund ein Abrané, weil das nasse Holz das Schleifpapier sofort verbiegt und die Poren dann geschlossen sind und Schleifen nicht mehr möglich ist. Also bei einem Papierschleifpapier wäre das dann zum Wegschmeißen. Aber beim Abrané kann man dann mit einer Handbürste und einfacher Wasserspülung das Holz wieder rausbürsteln. Ja, jetzt schalte ich wieder ein bisschen Musik und wenn es dann weitergeht mit dem Aushöhlen, dann werde ich mich wieder melden.
Wenn das Werkstück umgedreht ist, dann wird zuallererst einmal die Seite ganz plan gemacht. Das kann man entweder ziehend oder stechend machen. Ich mache es zu Beginn meistens von der Mitte aus, weil außen mehr Unebenheiten sind. Von außen muss man viel vorsichtiger vorgehen. Ja, und wenn das Werkstück jetzt dann eben ist, dann fangen wir mal an mit einem von vielen geliebten, aber auch gehassten Werkzeug, und zwar dem Haken. Damit man in der Mitte ein Loch reinbringt, kann man entweder ein Loch bohren oder einen Haken zum Unterstechen nehmen. Dazu hält man die offene Seite circa auf 13 bis 14 Uhr und zieht den Haken nach etwa 10 Uhr. Für so plane Flächen wird der gerade Haken genommen, und wie Sie sehen können, funktioniert das eigentlich ganz gut. Man muss natürlich da sehr vorsichtig sein, weil man einerseits Druck auf das Werkstück ausüben muss, aber andererseits auch genau den Winkel erwischen muss, damit sich der Haken nicht im Holz einhakt, da sonst das Holz einen Schlag bekommt und eventuell aus dem Backenfutter ausreißt oder das Backenfutter wackelig wird. Jetzt könnt ihr ein Ringeisen sehen. Das hat eine etwas schräge Fläche. Es dient dazu, dass sozusagen die Fläche mit dem spitzeren Winkel für gerade Oberflächen ist und die Fläche, wo der stumpfere Winkel anschließt, für die Seitenflächen. Von der Giftigkeit, wenn man das so nennen möchte, ist das Ringeisen in meinen Augen fast noch giftiger zu arbeiten als der Haken, zumindest an der Seitenfläche, wobei beim gekröpften Haken eine etwas längere Auflagefläche ist, die man so richtig aus Führung nehmen kann. Und beim Ringeisen diese Auflagefläche etwas geringer ist. Dadurch besteht leichter die Gefahr, hängen zu bleiben. Ganz wichtig bei diesen Aushöhlwerkzeugen ist, dass man auch leicht hängend arbeitet, dass sich sonst der Haken auch bzw. das Ringeisen auch viel leichter hängen bleiben kann. Ihr seht jetzt, wie viel Material mit einem Ringeisen mittlerer Größe entfernt werden kann. Jetzt ist es passiert, dass sich das Eisen etwas verhakt hat und sich der Schalenrohling von dem Backenfutter leicht gelöst hat. Also das heißt, wieder aufmachen, Werkstück einspannen bzw. nachrichten und wieder fest anziehen. Durch das Hängenbleiben ist eine Vertiefung entstanden, und wenn man nicht vorsichtig genug ist, dann passiert das. Das Werkstück fliegt vom Backenfutter, und daher muss man natürlich sagen, solch große Werkstücke auf noch kleineren Drechselbänken zu verwenden, würde ich keinem empfehlen, da schon eine große Schwungmasse entsteht. Andererseits, wie ihr gleich sehen könnt, gibt es spezielle lange Backenfuttereinsätze, die 3 bis 4 cm Grifffläche haben, und solche sind natürlich wesentlich besser geeignet. Als nächstes verwenden wir einen Tassenstahl. Dieser ist sozusagen ein Ring, der in der Mitte einen Schrauben hat, also das Holz nicht durch ein Loch abtransportiert wird, sondern auf der anderen Seite des Tassenstahls. Die Seitenfläche kann man hier auch wieder als Führung verwenden, aber im Großen und Ganzen ist der Tassenstahl auch fast so giftig zu arbeiten wie der Haken und das Ringeisen, da es sehr wichtig ist, mit welchen Ansatzwinkeln man diese Werkzeuge führt. Also sollte irgendjemand von euch diese Werkzeuge verwenden wollen, wenn er absoluter Anfänger ist, würde ich abraten, wenn man die Eisen und die Maschine schon einigermaßen beherrscht, aber eine kleinere Maschine hat, dann wirklich die kleinsten Ausführungen dieser Werkzeuge verwenden, da einem sonst im wahrsten Sinne des Wortes die Werkstücke um die Ohren fliegen können. Aber jetzt, wie ihr schon erkennen könnt, habe ich ein Werkzeug, das einen sogenannten Spandickenbegrenzer hat. Und das hat den Vorteil, wenn man in das Werkstück reinsticht oder den Winkel nicht richtig erwischt, dann schneidet es zwar nicht oder kaum, wird vielleicht etwas abgehoben oder weggedrückt, aber die Kraft ist normalerweise nicht so groß, dass einem das Werkstück um die Ohren fliegt. Auf der einen Seite, aber auch nicht zu groß. Zu groß hätte den Nachteil, dass es sehr rupfig wird, wenn der
Schnittwinkel nicht stimmt, was man aber durch Übung lernen kann. Wenn die Spanndicke aber zu gering eingestellt wird, dann kann der Spann nicht durch diese kleine Öffnung abtransportiert werden und das Eisen ist immer verstopft. Also ihr seht da eh, dass ich auch ein bisschen Zeit brauche, bis dass ich die richtige Dicke eingestellt habe, weil das letzte Mal habe ich das Werkzeug für die Glättung der Innenfläche eines Werkstückes verwendet und daher die Spanndicke ganz, ganz gering eingestellt. Jetzt wollen wir aber mehr abtragen und daher wird die Spanndicke, ich würde sagen, auf ja, ungefähr zwischen einem halben Millimeter und einem Millimeter eingestellt. Aber bitte, das müsst ihr dann selber ein bisschen ausprobieren, denn es ist auch bei jedem Holz ein bisschen anders. Ja, dieses Produkt ist von Woodcut, genannt Proform Hollowing Tool. Und jetzt beginnen wir mit dem Werkzeug zu arbeiten. Wie ich schon zuerst gesagt habe, muss man immer etwas Kraft ausüben oder besser gesagt Druck ausüben, damit das Werkzeug auch wirklich schneidet. Und da würde ich euch schon empfehlen, die Drechselbank, vor allem wenn es eine kleine Drechselbank ist, an einer Werkbank anzuschrauben oder anderwertig stark befestigen, damit die Werkbank dann sozusagen als Gegengewicht gegen den Druck, den ihr da jetzt ausübt, wirkt. Weil es könnte nichts Schlimmeres passieren, als dass sich die Maschine im laufenden Zustand dann umfällt und unter Umständen nicht nur runterfällt, sondern euch irgendwo verletzen würdet. Ihr seht auch, wie ich das Eisen in der Achselhöhle einspanne und auch der Körper als Gegengewicht wirkt. Daher sind die Drechselbänke, die einen schwenkbaren Kopf haben, natürlich zu empfehlen. Habt ihr keinen schwenkbaren Spindelkopf, dann würde ich euch empfehlen, den Reitstock zu demontieren, damit ihr wirklich ohne Behinderung durch irgendwelche Dinge dann komfortabel arbeiten könnt. Denn gerade auf den kleinen Drechselbänken wird Arbeiten mit Reitstock unmöglich sein. Ich werde jetzt vor allem mit dem Woodcut das Werkstück fast zur Gänze aushöhlen. Da ich aber ein Verfechter des Hakens bin, da dieser, wenn man sorgfältig arbeitet, wirklich eine schöne glatte Fläche zusammenbringt, ist auch mit einem Woodcut möglich. Aber Meinung nach braucht man da nur viel mehr Gefühl und Fingerspitzengefühl als mit dem Haken, damit man glatte Oberflächen zusammenbringt. Ich werde euch jetzt bis kurz vorm Schluss wieder Musik schalten, denn dort werde ich euch dann auch noch sagen, wie man eine Oberfläche ein bisschen glatter zusammenbringt, falls man Rillen reingebracht hat.
Ja, und wie es halt so ist, die Wandstärken wird alle dünner, man hat trotzdem noch ein paar Riefen drinnen. Und jetzt mache ich mit einem Sorbi-Aushöhlwerkzeug, also ich würde eher sagen, es ist ein Schrumpfwerkzeug, das ein ca. 3 cm langes, relativ flaches Blättchen vorne oben hat, die Seitenwände noch glatt, damit ich eine bessere Führung habe, weil den Abschluss mache ich trotzdem mit Haken. Ja, jetzt wird die Kanten abgerundet, weil wie sie das Werkstück vom Bockenfutter gelöst hat, ist sie beschädigt worden und hat einen sauberen Bäcker drin gehabt. Als nächstes wird auch innen die Schüssel noch geschliffen. Ich nehme zuerst ein 60er Schleifpapier und anschließend ein 120er. Das reicht bei einer so einer gestockten Birken vollkommen aus, vor allem weil es nass ist. Und bei einem feinen Papier würde das Papier nur zukleben und am Anschluss, wenn das Holz trocknet, entstehen sowieso wieder Unebenheiten. Ja, nachdem das Werkstück fertig ist, wird es natürlich abgenommen, aber ganz fertig ist es ja noch nicht, weil auf der Rückseite noch der Zopfen drauf ist vom Einspannen. Damit ich den Zopfen aber entfernen kann, muss ich es ja irgendwie aufspannen auf der Drechselbank. Ich habe mir da so einen Stiraturglotz gemacht, der hinten natürlich zum Einspannen, man kann einen Rezess oder einen Zopf machen, das ist vollkommen egal. Aber solche Stiraturglötze sind ganz einfach gemacht, also das könnt ihr auch machen und habt dann ganz leicht was zum Gegenspannen. Manche Kollegen machen es natürlich mit Holz, aber da kann man Abdrücke dann ins Werkstück kriegen. Ja, zu guter Letzt wird der Zopfen abdrechselt, damit dann die Schüssel plan auf einer Oberfläche steht und nicht zum Wackeln anfängt. Damit ihr das richtig zusammenbringt, schaut, dass die Fläche konkav gemacht wird. Ich lege dann nach Abschluss meiner Drechselarbeiten das Eisen drauf und sehe dann, ob ein Zwischenraum ist oder nicht. Ungefähr 2-3 mm reichen voll. Ihr müsst natürlich ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu viel wegnimmt, weil sonst habt ihr ein Loch im Boden. Ganz zum Schluss entferne ich nur das Überbleibsel vom Einspannen durch den Mitläufer. Ich nehme dazu eine spezielle Japansäge, aber wenn man aufpasst, kann man jede andere Säge genauso nehmen. Die Japansägen haben natürlich den Vorteil, dass sie sehr dünn sind und die Säge, weil es rund ist und man dann den Boden nicht mit beschädigt. Ja, und wenn der Zopfen dann abgesägt ist, dann wird noch ein bisschen drüber geschliffen, damit es ein bisschen besser ausschaut. Ja, und der Christian freut sich natürlich wieder, wenn er ein Objekt fertig hat. Wenn ihr nichts versammeln wollt, dann drückt den Abo-Knopf, beziehungsweise über Like, da die mich auch noch freuen. Für die Drechselanfänger hätte ich vor, dass ich nächste Woche nur ein Video bringe, in dem ich kurz zeige, wie sich eine ganz kleine Drechselbank mit einem Woodcut verhält, beziehungsweise mit einem Haken, weil bei diesen Werkzeugen ja ein gewisser Gegendruck ausgeübt werden muss und die Drechselbank ja sehr wenig Gegengewicht hat. Ich werde es in dem Video nicht anschaffen, damit ich wirklich sehe, ob die Drechselbank kippen kann. Viert euch!